Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir sind hier immer noch in dem Dungeon. Und ich muss ein bisschen heilen irgendwie, weil ansonsten werden wir hier, hier resten wir nochmal. Genau, hier, so. Ansonsten gehen wir gleich drauf. So. Vollständig geheilt, nice. Haben wir hier eigentlich das, wofür wir hier waren? Wo waren das nochmal? Genau, die Nightblade müssen wir ja finden. Oh. Der Werwolf schon wieder. Ich hoffe, der kommt nicht hinterher. Ui, genau, der schon wieder. Habe ich total vergessen. Kann ich die beiden gegeneinander aufhetzen? Hier? Aua. Okay, der hat mich nicht erwischt. Können die gegeneinander kämpfen? Komm, kämpft ihr bitte gegeneinander. In der Zeit kann ich hier rein. Scheiße. Ich muss hier vielleicht doch noch ein bisschen rennen. Um die Nachtklinge zu finden. Vielleicht nochmal hier so rein. Oh, der kommt hinterher. Und jetzt schnell vorbei. Kann ich die Tür zumachen? Schnell, schnell. Oh! Nein. Ah, oh, verdammt. Wo muss ich hin? Da waren wir schon. Oh. Gegen den Werwolf kommen wir ja nicht an. Verdammt. Wo müssen wir hin? Wo gibt es einen Weg? Müssen wir hier hoch irgendwie? Gibt es hier einen Weg nach da oben? Ich glaube, wir müssen nach da oben irgendwie einen Weg finden. Aber irgendwie... Wo haben wir einen Weg dahin? Hier haben wir... Da müssen wir vielleicht rein. Ui. Wo ist denn der? Nein! Verdammt! Autsch! Ah, und hier geht's nicht rein. Irgendwo kommt er zu mir? Verdammt. Der kommt noch immer zu mir. Wie werde ich den jetzt schnell los? Ah, der kommt immer noch hinterher und meine Gesundheit ist vollkommen am Arsch. Nein! Und gegen den können wir ja nicht kämpfen, weil unsere Waffen ja nicht wirken. Vielleicht muss ich da hoch. Ich versuch's mal. Ui, hier ist noch ein. Und der Werwolf kommt jetzt gleich auch noch. Der hat nicht getroffen. Hier hoch. Gibt's irgendwo eine geheime Tür? Irgendwo? Hier nochmal eine Tür. Der auch nirgendwo hinführt. Der war schon da. Boah. So. Okay, was hat der vor? Können wir hier nochmal rest? Wir können hier einfach mal uns ausruhen, solange der da nicht auf uns fixiert ist. Hui. Ganz schnell weg. Ja, aber wo müssen wir hin? Der hängt da oben fest. Jetzt nicht mehr. Ja, aber wie geht... Warte, der Zentaur, der liegt hier. Was hat er denn da? The Real Barencia Part 5. Ah, okay. Wir können nicht mehr tragen. Ich würde aber sagen, wir tun das weg und nehmen das mit. Und vielleicht das weg und nehmen den hier mit. Ist ja mehr wert. Würdest du mir den Gefallen tun und gegen den Werwolf da oben kämpfen? Komm. Hä, was war denn das denn jetzt? Da oben haben wir einen schönen Werwolf. Warum kämpfst du nicht gegen den? Komm. Okay. Den können wir verwunden.
Ah, nice. So, was haben wir hier? Trollblut. Den können wir nicht mitnehmen. Dann packen wir den hier lieber weg. Denn ich habe so ein Gefühl, Waffen sind mehr wert. Und hier machen wir auch nochmal ein Safe Game. So. Und jetzt müssen wir mal überlegen. Der eine steckt da oben fest. Wo haben wir noch einen Geheimgang? Hier oben scheint es noch einen Weg zu geben. Dann lass mal dahin. Das war jetzt sehr, sehr komisch. Gerade hier muss ich auch ehrlich zugeben. Da haben wir eine Tür. Von da kamen wir. Hier gibt es aber nichts. Dann schauen wir mal hier. Laufen wir im Kreis? Irgendwie ja. Hier gibt es aber auch keine geheime Tür oder so. Und irgendwie müssen wir ja da hoch. Vielleicht ist da... Ich will da nicht hinlaufen, weil da ja der Werwolf wieder ist. Oh. Hier ist ja noch eine Tür. Wie kommt es, dass wir die übersehen haben? Komm. Ein Burglar. Okay. So, was hat der? Steel Kürass. Der hat neun, plus 9 Armor. Der auch plus 9 Armor. Gucken wir mal an, wie. Naja, wir gucken uns nicht an, wie das aussieht. Aber wir können vielleicht das und das mitnehmen. Ja, viel haben wir nicht. Wie viel macht der denn? Plus 3. Wir haben hier aber plus 6. Der auch plus 3. Auch plus 6. Der macht plus 6. Oh. Die sind besser. So. Left Pauldron. Der gibt plus 9 und der auch plus 9. Hier Steel Right Pauldron. Der gibt was? Plus 9. Der plus 6. Ja, dann lassen wir das mal so, wie es ist. Was ist denn das? Ein Amboss? Oh. Da ist ja noch eine Tür. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt viel weiter als vorher. Auch wenn die Karte ein bisschen komisch ist, sagen wir mal so. Autsch. So, noch ein Burglar. Was hat der? Iron Left Pauldron plus 7. Und der plus 9. Aber viel können wir jetzt auch nicht mitnehmen. Den könnten wir noch mitnehmen zum Verkaufen. Den wiederum nicht mehr. Den auch nicht mehr. Wir können nichts mehr mitnehmen. Obwohl, die können wir wegtun. Und wir haben hier noch mal ein bisschen... Alter, wie viel Gold. So, Wraith Essence. Gibt es hier noch irgendwie einen Weg? Wir sind ja jetzt hier. Ah! So, wieder Maus rausgegangen. Scheint keinen weiteren Weg hier zu geben. Vielleicht da unten. Ein Geheimgang. Irgendwo, in der Hoffnung.
So, noch mal auf die komplizierte Map. Ob da vielleicht noch irgendwo eine geheime Tür ist. Ah! Nee, anscheinend nicht. Oder ich stelle mich einfach nur dumm an. Kann auch sein. Genau, die hatten wir ja schon. Gibt es hier vielleicht doch noch irgendwo einen Geheimgang? Klickt hier einfach mal jetzt wahllos an jede Tür, jede Wand. Hey, jetzt ernsthaft? Irgendwo muss es doch einen Weg geben. Nur ich sehe den nicht. Oder ist da wirklich vielleicht ein Hebel, dass wir dann nach oben kommen? Ich kann es nur hoffen. Muss ich vielleicht klettern? Ich kann hier nicht klettern. Ah, da unten ist der. Wo ist denn der da oben sein sollte? Ist hier vielleicht noch irgendwie eine geheime Tür, von der ich nichts gesehen habe, nichts gewusst habe, nichts gemerkt habe? So eine Art. Muss es doch hier irgendwo geben, ne? Ich kann hier klicken, wie ich will. Ich, finde hier nichts, ich sehe hier nichts. Gibt's auch nichts irgendwie. Wie kommt man da hoch? Brauche ich vielleicht einen Levitationszauber oder sowas? Ich raff es einfach nicht. Ich sehe auch gar nichts, wo was sein soll. Das sieht so aus, als wäre da irgendwas, aber ist nicht. Obwohl, wir könnten es nochmal versuchen. Dann würde ich hier nochmal ein Safe Game machen. Auf die 2. Für den Fall, dass wir vom Werwolf da getötet werden. Laufe ich überhaupt jetzt richtig? Ja, wir sind wieder beim Ausgang. Und sind wieder hier oben. Der wird uns gleich wieder im Visier nehmen. Hier sind doch irgendwo noch. Wir haben es gefunden. Noch ein Burglar ist gestorben. Okay, wir haben's. Wir haben den Weg weitergefunden. Und jetzt? Gibt's hier noch irgendwas? Auf der Seite nicht. Von wo kamen wir? Von. Ne, nicht von hier, also können wir hier mal weiterhin gehen. Der Kleine hat den Tiger hier besiegt. So, das lassen wir mal. Doch, komm. Kann doch nicht so lange dauern hier. So, Alter. Komm. Das hat jetzt aber auch ewig gedauert. Nochmal 206. Ja, dann würde ich sagen, wir... Was lassen wir hier liegen? Den brauchen wir nicht.
Das lassen wir auch mal hier. So. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Stimmt, den hatten wir ja schon gelootet. Aber immerhin sind wir jetzt in einem komplett neuen Bereich. Haben wir doch noch gefunden. Das war die geheime Tür. Und wo kommen die? Ich glaube von hier. Ui, und jetzt geht es nochmal steil bergauf. Jetzt haben wir es geschafft, hier hochzukommen. Der Werwolf da unten, okay. Hier machen wir vielleicht auch nochmal ein Safe Game. Wir wissen ja nie, wann wir drauf gehen. Das hat uns ja schon Arena gelernt. Komm. Kann doch nicht, ich wollte schon sagen, kann doch nicht sein, dass wir die nicht treffen. Noch ein Gurgler, nice. Ach komm. Kann doch nicht sein, dass wir. Komm, das tun wir hier hin. Gold ist mir wichtiger als diese ganzen anderen Items hier. So. Wir müssen aber auch irgendwie hinkriegen, dass wir mehr tragen können. So, dann gehen wir mal hier hin. Was wird das für ein Geräusch? So. Du musst es hier noch. Ui, hier geht's auch noch weiter. Aua! Alter! Aber die haben geschafft, gerade einen Werwolf zu töten, oder wie? Ah, das war der. Nice. So, Yellow Rose. Ja, lassen wir mal. Und die? Kann doch nicht sein. Können wir noch irgendwas hier ablegen? Komm, lassen wir das hier. Brauchen wir nicht. Hier machen wir nochmal ein Safe Game, weil wir es jetzt hierhin geschafft haben. Da haben die einen Werwolf getötet. Ey. Wie pleite, beziehungsweise wie viel darf ich überhaupt tragen? Hier, die Arrows lassen wir hier. Wie? Kann ich nicht. Ich lasse sie doch schon hier. Was kann ich dann stattdessen hier lassen? Leather Boots. Brauchen wir nicht. Der Werwolf hat nichts. Aber wir hocken uns hier jetzt nochmal hin. Okay, wir können hier nicht ausruhen. Dann können wir hier vielleicht. Okay, auch nicht. In der Ecke. Ja, hier funktioniert es. Warum ausgerechnet Werwolf? Scheiße. Ui, ein Skorpion. Schnell weg. Ach du Scheiße. Komm, der Werwolf kann sich ruhig mit dem anlegen. Ich bin hier weg. Ich glaube, den Kampf werde ich nicht gewinnen. So. Nee, wo war denn der Ausgang? Boah. Das hat mich jetzt erschrocken. Okay, irgendjemand ist stark genug, einen Werwolf zu töten. Beziehungsweise hier sind mehrere stark genug dafür. Und da geht's nicht weiter. Ah, nein.
Der war bitter. Der war bitter, aber wir waren zumindest hier. Genau, den hatten wir gelootet. Wir hatten gesagt, den lassen wir hier. So. Der Werwolf hat ja nichts. Können wir hier ausruhen? Nein. Aber wir gehen nochmal den Weg zurück. Den Skorpion will ich nicht begegnen. So. Suchen wir uns mal ganz schnell den Ausgang. Kann ich vielleicht hier das machen? Ich hoffe, keine Gegner kommen jetzt. So, und jetzt die Flucht ergreifen. Oh, und er rennt schon hinterher. Dass der direkt hinter uns ist. Wo war denn der Ausgang? Hier ist er. Und schnell raus. So, jetzt haben wir es geschafft. Und es ist dunkel. So, was sagt uns jetzt die Quest hier? Wo müssen wir hin? Called Roderick Gerford in his hideout to bid him was denn. I have 5 days to accomplish this. Okay. Dann sind wir wieder auf dem Weg zurück nach Daggerfall. Daggerfall. Ja, ich will schnell reisen. Danke. Perfekt. So, und so, Waffe wieder einstecken, genau. Dann wollen wir jetzt erstmal hier nach Osten, da die Quest abgeht. Oh, es gewittert. Ich hoffe, wir sind noch in der Zeit. Und nicht, dass wir da irgendwie jetzt zu viel ausgeruht uns, also uns ausgeruht haben, um uns irgendwie zu heilen oder so. Wir müssen aber auch mal schauen, dass wir irgendwie Heiltränke oder sowas kriegen. Oder vielleicht auch Rüstungstränke. Ist das schon? Sind wir richtig? Ja. Okay, rein komme ich jetzt erstmal nicht. A courier steps up to you with a letter in hand. I was told to give this letter to someone fitting your description, says the courier. As you take it, the courier turns and walks quickly away. Okay, wir haben einen Brief bekommen. Letters Morgia, Princess of Weyrest. Use. Dear Max, my eyes and ears abroad say that you are interested in the fate of a certain letter. Any emperor should not be so careless, nor should a queen. You really should come visit me in Castle Weyrest. I have some most interesting tidbits that I am sure you would enjoy hearing. Morgia, Princess of Weyrest. Ah, okay. Haben wir eine neue Quest bekommen damit? So. Hier steht nichts. Nee. Okay, hier steht jetzt auch nicht wirklich was Neues. Was sagt denn eigentlich die Uhr? 7:22 Uhr am Morgen. Aber hier kommen wir noch nicht rein. Dann schauen wir mal, wo haben wir die nächste Bank? So, müsste hier irgendwo sein. The Bank of the, genau da. Okay, einfach direkt straight nach Süden. Oh, süße Hundi. Alter, ist das voll am Gewittern hier. So, ja, wir sind schon eigentlich da. Dann können wir mal schauen, was schon offen hat, wo wir was verkaufen können.
Haben die schon offen? Nein. Und einbrechen habe ich auch nicht vor. So, die haben offen. Sell, was kann ich ihm verkaufen? 1000 Gold ist einer wert. Aber die behalten wir. Was hat er hier so? Ein Rubin, Jade. Ja, nichts, was wir haben wollen. So, was haben wir denn da noch? Die müssen doch alle offen haben, oder? Komm, der zumindest. Der hat offen. Guten Tag, der Herr. Ich habe was zum Verkaufen für Sie. Hier, das dürfen Sie alle haben. Habe ich hier sonst noch irgendwas? Den Brief behalten wir. So, was kriegen wir? 361. Okay, nehmen wir trotzdem. So. Das ist nicht der Ausgang. So. Dann schauen wir mal. Hier können wir bestimmt auch noch irgendwas verkaufen, oder? So. Ne, nur die D3 jetzt. Obwohl, komm. Dann verkaufen wir die. 710. Ja, sind wir erstmal gut bestückt, was Geld angeht. Ich glaube, der drei Herzen werden wir so oder so noch genug bekommen. So, wie sieht's hier aus? Ist noch nicht offen. Taverne wollen wir jetzt erstmal nicht. Dann schauen wir mal, ob der jetzt offen hat. Endlich. So, nein, das wollte ich nicht. Okay, diese verschiedenen Dinger haben es. Infodings, ah, was verstand er? Open from 9 till 20. Ah, okay. Von 9 bis 21 Uhr. Was mit dem? Von 9 bis 19 Uhr. Okay. So können wir also herausfinden, wann die offen haben. Das finde ich jetzt sehr interessant. Von 8 bis 15 Uhr. Das finde ich jetzt aber ein bisschen doof. Wie spät haben wir es? Ah, ein paar Minuten müssen wir warten. So, wie spät? Da könnte auch ein bisschen schneller gehen, finde ich, mit der Zeit. Wie sieht es jetzt aus? Und jetzt? Und jetzt? Ja, jetzt ist offen. Moinsen! Ich hätte hier ein bisschen Geld, was ich hier einlegen will. So, 2, 3, 8, 9. So, guck mal, wir haben schon fast 7000 Gold auf dem Konto. Ich muss aber auch ehrlich sagen, das System hier ist, was Banking angeht, richtig geil. So, jetzt gehen wir aber nochmal nach Norden. Oder warte mal. Okay, der hat noch nichts. Grab Mode steht da einfach so. So, wo hatten wir jetzt noch einmal? Da, das müsste der doch gewesen sein. Oder das da? Oder? Ja, das da. Was passiert, wenn wir das Info-Mode machen und dann hier drauf klicken? Nichts. Und was ist das? Dialogmodus. Good day. Goodbye. Okay. Wir bleiben dann lieber hier. Auf dem Modus. Stilmodus würde ich gerne noch nicht versuchen. Okay, wann haben die offen?
11 bis 23 Uhr. Ach. So, und wir haben es erst 8.16 Uhr. Ja, dann gehen wir mal in eine Taverne. Wo ist denn der nächste? Ist direkt das hier. Dann holen wir uns da ein Zimmer. Wo ist die Tür? Hier ist die. So. My name is Alyssa Greenheart. I have a simple task. If you could see your way to delivering an item to a friend of mine, I would be grateful to the tune of 58 gold pieces. What do you say, Matt? Ja, komm, machen wir. At last, someone willing to work for a living. Just take this to Gnosa Wixley here in town. She'll give you the 58 gold. Get it to her by this time, tomorrow. Gnosa Wixley needs this bamboo for a special brew she is making. Okay, dann haben wir jetzt mal eine Beschäftigung. So, dann müssen wir mal schauen, wo wir die finden. So, der guckt schon böse. Normal, komm, People. Die suchen wir. I guess I can tell ya it's a way southeast of here. Südöstlich. Dann gehen wir mal da lang. Dann verdienen wir uns nochmal ein bisschen Geld. Und vielleicht noch ein bisschen mehr einen positiven Ruf hier in Daggerfall. Das müssen wir uns hier ja aufbauen. Und auch zusätzlich nicht nur hier, sondern auch in Wayrest und noch ein Bezirk, den ich jetzt vergessen habe. Welchen Bezirk noch? Also Daggerfall, Rarest und Sentinel. Da müssen wir uns irgendwie auch einen positiven Ruf aufbauen. Dann wir mit der Hauptquest weiterkommen. So, komm, wir fragen mal die Person da. Ey, gute Dame. Könntest du mir sagen, wo die vielleicht ist? Of course I know where Gwyneth Wixley is, but I don't wanna tell the likes of you. Okay, die weiß, wo sie ist, aber will es mir nicht sagen, weil wir einen scheiß Ruf hier haben. So, vielleicht er? So, People. Listen, I don't give directions to people who talk to me like that. Okay. Wir müssen vielleicht... I don't know nothing about Gnosa Wixley and I ain't saying anymore. Müssen wir vielleicht anders mit denen reden? Hier vielleicht auf politisch? Why don't you try asking me like a normal human being would? Versuchen wir es hier nochmal. Vielleicht blunt. Vielleicht funktioniert das. Why on time would I want you to know, Max? Ich weiß es nicht. Irgendwie mache ich nur. Baue ich nur Scheiße. So. I guess I can tell you that's way. Just keep going north. Jetzt nördlich? Oder die verarschen mich alle. Kann auch sein. Ich habe so das Gefühl, die verarschen mich alle hier. Die lügen mich auch an oder so. So. Fragen wir hier nochmal. Yeah, Max, there's the second. I wouldn't tell you about Gnosa Wixley, even if I did know. Die mag mich nicht. So. Ich hab doch gesagt. Ich verstehe es nicht.
There's no reason to talk down to me like that. I can't help you anyway. Hä? Ich verstehe es nicht, wirklich. Hier, vielleicht eine Wache? Der kann mir vielleicht helfen? Yes? Why the hell would I want to give you directions, Max? Ja, okay. Ich weiß es nicht. So. Okay, er vielleicht? Der guckt schon böse. Hail to thee, perhaps you can guide me towards Vanessa Wixley. What? Oh, Leute, ich brauche da Hilfe. So. Toll. Wo kann ich die finden? Habe ich es wirklich so verkackt hier? So. Ask someone else. I can't see. I'm busy. Ich habe es übelst verkackt hier in der Folge. So habe ich wirklich das Gefühl. Aber die soll ja noch hier irgendwo sein. Komm, fragen wir die. Yeah, Max, I don't think I wanna tell you where to find Vanessa Wixley. Vielleicht muss ich mir mal ein Tutorial reinziehen, wie ich mit denen zu reden habe. I neither know nor much care. So, people. I'm sorry, but I don't know and I have to go. Okay, ich weiß es nicht. Why on Tamil would I want to know, Max? Leute, ich brauche doch nur irgendwie eine Info, wo ich hin muss. Wir versuchen es wieder normal. I heard all you, Max. I'd help you if I could. Ich glaube, wir sind wieder zu weit nördlich oder so. Aber ich raff es nicht. Ich raff es nicht, wie ich mit denen zu reden habe. Ich wirklich. So. This conversation has grown tiresome. Leave me now, Max. Ja, ich lasse dich schon in Ruhe, keine Sorge. So? I don't particularly care to be your lackey, Max. Run along now. Kann mir irgendjemand da vielleicht mal helfen? Ja, irgendwo hier in der Nähe, danke. Die? I guess I can tell you that's the way west. Ich glaube, die lügen mich alle an. Die lügen und verarschen mich allesamt hier. I wish I knew, Max. Could be anyway, anywhere. Begging your pardon, but that's such a stupid question. I don't think I should have to answer. Well try. I'd be easiest if I just marked the wooding residence on your map. Endlich! Here's the wooding residence? Is this this here? Das heißt, wir müssen wieder so.
Das müsste hier gleich Süden sein. Vielleicht das Gebäude hier. Aber endlich hat mir irgendjemand mal gesagt, wo das ist. Ich glaube, das ist es. Ist das das? The Wooding Residence. You here, welcome. Ah. Nice, wir haben es geschafft. Ist sie hier irgendwo? Vielleicht oben? Hallo? Ich kann hier aber auch nichts klauen. Hier ist er auch nicht. Hallo? Okay. Hä? Ich war hier jetzt in jedem Raum drinnen, oder nicht? Andere Seite vielleicht? Müsste hier jemand sein? Hallo? Muss es doch... Hier doch... Ah, da haben wir sie. I was hoping Eliza Greenheart would be able to get this to me in time. She has been so busy lately. Here's the 58 she promised you. Ah, nice. Geld, Geld, Geld. Dankeschön. Haben wir doch noch geschafft. Und das. Okay, dann können wir jetzt wieder gehen. Ich hoffe, das hat uns ein bisschen besseren Ruf gegeben hier. Weil wir jedem auf den Sack gegangen sind. Wir haben aber noch ein bisschen was zu verkaufen. Das heißt, wir müssten hier jetzt gleich nach Westen gehen. Wir haben ja genug Zeugs auf Tasche, die wir nicht brauchen. Beziehungsweise wir haben im Inventar ja noch hier die Dinger. Die können wir ja alle noch verkaufen. So, wo waren die Läden? Die waren noch hier, auf dem Platz. So, hier können wir es verkaufen. So, wo ist denn der nette Herr? Da ist er. Ich habe hier was für dich. Alter, 2444. Wie viel kriegen wir? 792. Hat er vielleicht irgendwie neue, geilere Ware? Also hier nicht. Hier auch eher nicht. Ja, okay, dann gehen wir einfach wieder. Nochmal kurz zur Bank. Wo war denn die Bank nochmal? Da war sie. So, da können wir das auch nochmal hier die 850 reinpacken. So. 7726 haben wir schon mittlerweile. Nice. Wir sammeln gut Geld, muss ich ehrlich sagen. Boah, das Banksystem gefällt mir hier auf jeden Fall. Vor allem, wir können hier auch Kredite kriegen und sowas. Ich wünsche mir heute immer noch Spiele, die so sind, irgendwie in der Art. In dieser Richtung. Dass du auch ein kleines bisschen selber hier dein Leben auf die Reihe kriegen musst. Deinen Ruf irgendwie auf der Reihe. So ein halbes Lebenssimulation. Zwar jetzt nicht unbedingt so diese Grafik, vielleicht auch heutige Standards eher gesetzt. Und vielleicht auch nicht so groß wie hier Daggerfall mit zigtausenden von Städten und Orten und so weiter. Aber trotzdem, ich würde es feiern, wenn es auch wieder in einem Spiel solche Dinger gibt. Wir sind dran vorbeigelaufen, ne? Dann gehen wir mal hier hin. Wie, ich kann immer noch nicht rein. Zwischen 11 und 23 Uhr und wie spät haben wir es?
wollen mich doch verarschen hier. So, genau. Dann haben wir hier noch eine Kneipe, eine Taverne. Dann gehen wir hier jetzt mal pennen. Zumindest für ein paar Stunden wäre schön. Der ist kein Tavernenhaber. Thank you for delivering that packet for me, Max. Ja, kein Thema. Wo ist denn der Barkeeper? Wo ist denn der? Ne, jetzt ernsthaft. Okay. Das war jetzt nicht das, wo ich hin wollte. Oh, gute Dame. Entschuldigung. Das war jetzt ein bisschen unangenehm. Naja, aber jetzt ernsthaft. Ist das hier vielleicht? Ne, da ist er. Das ist er. Room, genau. Eine Nacht, das wird reichen. Goodbye. Und Rest. Hä? Ich drück doch Rest. For a while. Sagen wir mal 2 Stunden. Müsste vollkommen reichen. Dann können wir jetzt wieder gehen. So. Und dann noch hier hin. Müsste es jetzt hoffentlich offen sein. So, da ist unser Questgeber. Well done, you have reason to be proud. Habe ich Geld bekommen? Wieso kriege ich hier kein Geld? Muss ich hier vielleicht noch weiter aufsteigen oder so? Nope. Muss ich vielleicht mit einem anderen reden hier? Receive armor? I have a fine piece of armor for you. Hier plus 7. Warte mal. Iron Right Pauldron. Hier plus 9. Hier aber plus 7. Die könnten wir vielleicht nehmen. Die haben wir ja nicht. Aber was ist denn das? Plus 7. Was haben wir hier? Plus 9. Aber es ist auch so schön dunkel mit ein bisschen Gold verziert. Das gefällt mir. Aber meine Ausrüstung ist besser. Aber okay, komm. Receive armor? You have already received your armor for your current rank. When you achieve a higher rank in the order, I will give another fine piece of armor. Oh. Ne, wir bleiben bei dem. Gibt's hier noch irgendwen? Receive House? You have not earned a house, Max Deus the Second. On the highest ranking members of the guild are awarded houses. Okay. Ich habe ja nur gefragt. Ich weiß jetzt nicht, was die wollen. Aber ich würde sagen, wir machen uns in der nächsten Folge auf den Weg nach Vayrest. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!